Hallo und herzlich willkommen zum letzten Zusammentreffen hier beim Ideen-Hackathon. Wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben 2 Tage ganz fleißig durchgearbeitet an ganz vielen Projekten, an ganz vielen Ideen. Ich bin schwer begeistert, was da alles schon passiert ist und was für wunderbare Ideen da entstanden sind. Ich möchte mich hiermit herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr dabei wart und dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Es war mir wirklich eine Freude, dabei zu sein. Einen kleinen Werbeblock auch hier noch. Wir haben noch weitere Veranstaltungen im Rahmen der Jugendstrategie. Wer daran Interesse hat und davon mehr hören möchte, kann uns gerne eine E-Mail schreiben an jugendbudget@stiftung-spi.de. Werde ich auch gleich nochmal in den Chat schreiben, die E-Mail-Adresse. Und dann möchte ich auch gar nicht mehr so viel sagen, nur ein letzter kleiner Hinweis, bevor Rainer Wiebusch und Nicolas Karanikolas hier wieder zu euch sprechen wollen. Falls es noch irgendwas gibt, was ihr dem Awareness-Team mitgeben wollt, falls irgendeine Situation unangenehm war oder ihr nochmal einfach was mitteilen wollt, was nicht ganz so gepasst hat, jetzt auf eine Etikette und Awareness bezogen, dann könnt ihr den gerne nochmal schreiben. Wir möchten da bitte alles im Blick haben auch. Ja, das war's von mir. Bevor ich an Rainer Wiebusch und Nicolas Karanikolas übergebe, auch nochmal ein ganz großes Dankeschön. Ich weiß, die beiden haben das sicher auch vorbereitet, an alle, die hinter den Kulissen ganz fleißig mitgearbeitet haben und auch vor den Kulissen ModeratorInnen und die Jugendjury etc. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass das heute alles und gestern so gut geklappt hat. So, jetzt aber genug. Letztes Wort haben Rainer Wiebusch und Nicolas Karanikolas. Hey ho! Die 2 Tage sind aber ziemlich wie im Flug vergangen und ich bin immer noch total happy und total glücklich mit den Ergebnissen. Ihr kennt ja Herr Rainer Wiebusch und mich noch so ein bisschen aus der Begrüßung und jetzt wollen wir gerade noch mal mit euch auf die letzten 2 Tage einen Blick zurückwerfen. Und das mache ich, indem ich dem Nicolas Fragen stelle, 3, und ich stelle die alle auf einmal und er kann die sich bestimmt gut merken und dann beantworten. Mhm. Erstmal, was ist denn dein Resümee der 2 Hackathon-Tage? Und na klar, muss ich fragen, gibt es eine herausragende, eine Lieblingsprojektidee? Natürlich beinhaltet es auch den Subtext, bist du denn bereit, das mit uns zu teilen? Und drittens, wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Bitte schön, Nicolas. Hui, okay, mal schauen, ob ich das hinkriege. Erstmal das Resümee. Ich bin total begeistert. Ich fand es mega krass, was für super Ideen in der Zeit entstanden sind. Ich meine, also ich persönlich handhabe es immer so, wenn immer alles viel wird und man sich dann Gedanken macht, kriege ich das alles hin, denke ich immer an irgendwelche tollen Events zurück. Und ich glaube, das wird hier auf jeden Fall so eins sein, dass dann nochmal so ein bisschen Kraft gibt in manchen Stunden. Ich fand es total toll, wie Jugendliche so komplett groß gedacht haben, diese Möglichkeit haben, jetzt stell dir einfach mal vor, wie würdest du die Welt irgendwie wuppen und dann damit ganz knallhart rangegangen sind und wirklich coole Ideen hatten. Das zweite war ja tatsächlich zu den Lieblingsprojekten und das ist verdammt schwer. Also ich glaube, ich habe gar kein Lieblingsprojekt in dem Sinne. Wir hatten beim Europa und die Welt 5 Projekte und die sind alle krass toll. Ich glaube, die könnten alle mega viel für junge Menschen in Europa, aber auch vor allem hier in Deutschland bewegen und tolle Möglichkeiten für die schaffen. Also ich kann da gar nichts rauspicken. Also die ich jetzt nenne, sind jetzt nicht toller als die anderen. Die sind nämlich alle klasse. Also keine Ahnung. Es gab eins eConnect, bei dem es darum geht, junge Menschen auf so eine Art Plattform zu vernetzen in verschiedenen europäischen Ländern. Das andere waren European Day and Night, bei dem es darum geht, eben nochmal die Kultur so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und zu zeigen, dass wir eigentlich vereint in unserer Vielfalt sind und was für eigentliche kulturelle Schätze wir insgesamt in Europa haben. Und ich habe keine Ahnung, wie ich als Jurymitglied jetzt schauen soll, was er jetzt tatsächlich in die nächste Abstimmungsrunde geht. Dass die nächste Abstimmungsrunde kommt und wir müssen uns nochmal darauf verständigen, welche Projekte dann tatsächlich auch in dieses deutschlandweite Ranking reingehen, bei dem ihr alle, also alle Teilnehmenden jetzt gerade hier, aber auch die Teilnehmenden bei den Jugendpolitiktagen und alle Menschen zwischen 14 und 27 in Gesamtdeutschland abstimmen können, welche 10 Projekte dann final gefördert werden. Die Abstimmung findet dann auch statt zwischen dem, grätscht mir gerne rein, wenn ich es falsch mache, zwischen dem 9.5. und dem 30.5. Dann können wir da alle gemeinsam, okay, ich sehe ein paar Daumen, das ist gut. Und dann können wir dann alle gemeinsam abstimmen, welches Projekt wir dann eigentlich auswählen. Aber vielleicht nochmal an alle, die, bei denen es am Ende nicht ist. Bleibt an den Projekten dran, das sind solche coolen und einzigartigen Ideen, dass ihr damit einfach was wirklich für andere Menschen bewirken könnt. Das wurde ja heute Morgen gesagt.
eine Demokratie und ein tolles Leben haben zu wollen, bedeutet auch, da was reinzustecken. Und ich finde, ihr habt damit einen klasse Aufschlag gemacht und bleibt da dran. Ihr werdet das richtig super machen. Ich hoffe, das waren alle Fragen. Dann nehme ich mir mal raus, die Fragen so ein bisschen zu reflektieren. So mal als erstes, was ist so dein oder ihr Resümee? Ich kann mich nicht entscheiden. Musst dich entweder sie oder du da. Das ist jetzt schwierig. Entscheide dich mal. Ich nehme das mal als Du-Angebot, weil was ist dein Resümee? Mein Resümee unterscheidet sich von deinem überhaupt nicht. Das ist total toll. Hier sind ganz viele Sachen entstanden und ich habe gestern einem Kollegen gesagt, dieses Projekt Jugendbudget wird ein Erfolg. Wir haben gerade über 400 Erfolgsgaranten und das ist so. Das bleibt auch so und es ist auch gut so. Ich finde, gestern und heute sind gut gelaufen. Wir arbeiten weiter dran und werden in einem Jahr sagen, das Jugendbudget war so ein Erfolg, wir müssen das auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Darf keine Eintagsfliege bleiben. Ja. Das hört sich gut an. Aber gibt es ein Projekt, bei dem schon mal jetzt gesagt wird, das ist das Herzensthema und wie geht es eigentlich so in dem Gesamten weiter? Was ist jetzt so der weitere Prozess für die Projekte und auf was sollten wir jetzt achten? Na, also hier erstmal ganz viele Projektideen wurden mir schon präsentiert und ich werde mich nicht outen. Das ist ja immer gefährlich, wenn ich jetzt sage, oh, das Projekt, das ist total gut. Wie kann das ja dazu führen, dass nachher beim Voting-Prozess die Leute sagen, na, wenn der Wibusch das gut findet, dann finde ich das erstmal gar nicht gut. Oder umgekehrt. Auf jeden Fall halte ich mich da völlig raus. Eine Sache will ich schon sagen. Das Jugend-Senioren-Café, das begeistert mich. Vielleicht ist ja für mich eine Perspektive, wenn ich in 2,5 Jahren in Ruhestand gehe, dass ich ein Franchise-System hier ausdenke und dann überall in Deutschland Jugend-Senioren-Cafés die Gastronomielandschaft und die Kulturlandschaft und die Jugendpolitiklandschaft bereichern. Ja, wie es weitergeht, das hast du schon gesagt. Genau, die Jugendjury ist jetzt hart gefragt, zu sortieren, zu priorisieren. Und nochmal, auch von mir wichtig, zwischen dem 9. Mai und dem 30. Mai läuft dann der Voting-Prozess. Und natürlich können wirklich alle zwischen 12 oder 14 und 27 und natürlich auch die wenigen, die heute dabei waren und gestern dabei waren und die kurz unter 12 sind oder kurz über 27 sind dabei waren, mitmachen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, ich wurde auch gebeten, eine Frage zu beantworten, die aus irgendeiner AG kam. Wenn nachher dann ein super tolles Projekt mit 100.000 Euro gar nicht zu finanzieren ist und man braucht dafür noch mehr Geld, ob man denn auch Drittmittel einwerben könnte. Das ist eine Frage, die ich beantworte mit dem Satz grundsätzlich ja. Muss man gucken. Ich kann sagen, dass bei uns im Bereich der Jugendpolitik im Ministerium sehr viel Flexibilität vorhanden ist und an solchen technischen Fragen wird eine gute Idee nicht scheitern. Aber ich war schon auch sehr neugierig, was das für eine Idee sein könnte, wo man jetzt schon weiß, dass 100.000 Euro nicht ausreichen. Aber der Spannungsbogen wird da ja hochgehalten. Ich will an der Stelle mich bedanken bei all denen, die das gestern und heute möglich gemacht haben. Die Teilnehmenden an allererster Stelle, keine Frage. Die Jury, die gute 11-köpfige Jury, auf die richtig viel Arbeit zukommt. Ich möchte mich bedanken bei den Freundinnen und Freunden vom Projekt Jugendpolitikberatung, von IJAP aus Bonn, bei meinen Leuten vom Referat 501, Immanuel Benz und Co. und beim SBI und da will ich und muss ich und werde ich Nicola Grimm und Annika Mordhaus nicht nur erwähnen, sondern auch mit dem, was ich aus der Gebärdensprache kenne, Applaus geben. Das tun jetzt alle fast 500, die noch dabei sind. In diesem Sinne, ich kann nichts mehr sagen, was nicht eine Wiederholung darstellen würde. Ich bin stolz und glücklich und wünsche allen ein schönes Restwochenende.
finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Vielleicht auch nochmal kurzes Danke an dich, also natürlich auch an Annika Morthaus und Nicola Grellmann. Es ist krass und ich verfolge so ein bisschen über 1,5 Jahre oder 2 Jahre mittlerweile, was für unglaubliche jugendpartizipatorische Prozesse hier geschaffen werden. Ich fühle mich und ich weiß, dass viele andere sich total eingebunden fühlen und es ist einfach wahnsinnig zu sehen, was ihr da gewuppt habt in der letzten Zeit und ich bin wahnsinnig gespannt, was da auf uns alle zukommt. Tausend Dank an alle Teilnehmenden. Der Hackathon ist damit beendet. Ich wünsche auch ein gutes Wochenende. Bleibt gesund und macht Deutschland bunt, vielfältig und toll. Einfach weiter damit. Perfekt.